In Kiew fand der traditionsreiche internationale Sportgymnastik Grand Prix des ukrainischen Turnverbands statt. Da die Nummer 1 Jewgenia Kanaeva nicht am Start war, schlug hier die große Stunde ihrer russischen Mannschaftskolleginnen. Daria Kondakova, bekannt vor allem für ihre Eleganz am Band, konnte den Mehrkampf für sich entscheiden, wodurch auch ohne Kanaeva die Goldmedaille wieder einmal russisch belegt war. Hinter der ukrainischen Gymnastin Alina Maximenko, die Silber gewann, wurde Kondakovas Mannschaftskollegin Jana Lukonina, die hier zu sehen ist, Bronzemedaillengewinnerin. Die Wettkämpfe stießen in der ukrainischen Hauptstadt auf lebhaftes Interesse, sodass die Halle gerade beim Finale gut gefüllt war. Die Russinnen bewiesen hier, dass sie auch ohne ihre große Nummer 1 in der ersten Reihe mitturnen können. Eine Erfahrung, die aktuell nicht häufig ist in anderen Sportarten, die einst mal ebenfalls russische Domäne waren. Wer sich näher für die Darbietungen interessiert, bei unserem Sportgymnastikpartner Marc Schürmann gibt es DVDs von zahlreichen vollständigen Wettkampfnummern günstig zu erwerben. Mit ihm werden wir auch künftig bei Berichten und Live-Übertragungen aus diesem eleganten Sport kooperieren.